Weiterverwendung von virtuellen Gebäudemodellen für die Tragwerksplanung. Damit beschäftigen wir uns heute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was haben wir heute in dem Webinar vor? Wir blicken noch einmal auf ein paar Folien, bevor wir ganz konkret die MP WorkSuite starten. Und unser Weg führt uns natürlich ausgehend vom Architekturmodell, wie hier dargestellt, in der Tragwerksplanung bis zu unseren Ergebnissen, unseren Fachmodellen, unseren Ergebnismodellen, wie zum Beispiel hier die Bewährung, die geplante Bewährung für das Beispiel, was wir heute bearbeiten. Was ist jetzt genau das Ziel? Wir werden uns heute mit der Weiterbearbeitung beschäftigen. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch einmal ganz kurz wichtige Grundlagen an. Keine Angst, das geht heute sehr schnell. Wir haben uns letzte Woche ja sehr intensiv mit Grundlagen beschäftigt. Und wir werden dann natürlich überlegen, was ist denn überhaupt der Mehrwert? Warum nutzen wir virtuelle Gebäudemodelle? Und dann geht es im dritten Punkt in die MB WorkSuite. Wir werden einen ganz typischen Arbeitsablauf einfach mal gemeinsam in diesem Webinar durcharbeiten. Wir gehen da alle Schritte durch. Wir starten mit dem Import. Wir bereiten das Modell weiter vor. Wir werden uns mit dem Strukturmodell beschäftigen und dann natürlich auch Planunterlagen erzeugen. Ja, was sind nochmal die wichtigsten Grundlagen? Das wollen wir uns nochmal gemeinsam hier vor Auge führen. Wir sind entsprechend Fachplaner und wir arbeiten im Fachmodell oder wir erzeugen ein Fachmodell. Und wenn wir eben als Fachplaner arbeiten, dann sind hier in diesem ja, reduzierten typischen Anwendungsskizze wichtig einmal der Vorgang Import des Modells hier mit A bezeichnet und natürlich dann nach der Erstellung der Fachplanung auch wiederum der Export hier mit C bezeichnet. Und genau diese beiden Bereiche A und C, die den Austausch beschreiben, hier ist natürlich wichtig, dass wir das Auftraggeber-Informationsanforderungsdokument für das Projekt kennen. Hier sind die Anforderungen aufgeführt, die an uns gestellt werden für den Export, aber auch die Anforderungen an die Erzeuger der Modelle, an den Architekten zum Beispiel, dass er eben auch eine Grundlage erzeugt, die wir für unsere Arbeit gut verwenden können. Auch hier nur noch mal ganz kurz abgerissen oder kurz umrissen. Die Inhalte eines AIA-Dokumentes, es werden die Anforderungen an den Planungsprozess beschrieben. Es wird auch das Modell beschrieben, das heißt, wie ist das Modell zu modellieren, wie erfolgt der Austausch. Und ganz wichtig, dieses AIA-Dokument sind Vertragsbestandteil. Das heißt also, wir haben hier auch einen gewissen Anspruch oder wir haben eben auch einen Anspruch zu erfüllen. Ja, und dieses AIA-Dokument, hier nochmal der Literaturhinweis, da können wir das natürlich nochmal nachlesen. BIM4Infra, eine Gesellschaft, die sich eben hier diese Umsetzung zum Auftrag hat. Und hier gibt es Dokumente im PDF-Format, die können wir kostenfrei runterladen. Da kann man das alles nochmal sehr detailliert nachlesen. Für uns ist heute auch wichtig, dass in diesem AIA-Dokument sogenannte Anwendungsfälle benannt werden. Und das Webinar beschäftigt sich eigentlich im Wesentlichen mit diesem Anwendungsfall 4, Bemessung und Nachweisführung. Sie sehen in dieser Übersicht bereits, dieser Anwendungsfall wird den Leistungsphasen 3, 4, 5 zugeordnet. Ich denke, das deckt sich auch mit Ihren Erfahrungen im Büroalltag. In den Leistungsphasen sind wir ja häufig mit der Tragwerksplanung beschäftigt. Ja, was genau beinhaltet jetzt dieser Anwendungsfall 4? Wie gesehen, es geht um Bemessung und Nachweisführung. Ja, aus diesem Teil 6 dieser Dokumente von BIM4Infra werden diese Anwendungsfälle steckbriefartig behandelt. Und wir sehen ganz oben Definition, Bemessung und Nachweisführung. Das ist das Ziel dieses Anwendungsfalls. Was ist der Nutzen? Das ist hier kapitelweise aufgebaut. Wir wollen konsistent und Qualität anheben. Wir wollen den Aufwand reduzieren. Und wir wollen die Nachvollziehbarkeit verbessern. Das werden wir jetzt auch im Webinar sehen. Wie sieht es ganz konkret aus? Ja, und die Umsetzung, die Punkte 1 bis 4, im Prinzip diese Punkte werden wir jetzt auch erleben. Wir werden Berechnungsmodelle hier genannt erzeugen. Das werden wir sehen in der WorkSuite.
kennen wir auch Berechnungsmodelle, Bemessungsmodelle. Dort werden wir das dann entsprechend wiederfinden. Und natürlich auch der Punkt 4, Weiterleitung der Ergebnisse mit Planunterlagen. Denn auch wenn wir vielleicht gestützt mit Gebäudemodellen arbeiten, auch immer mehr arbeiten in Zukunft, brauchen wir trotzdem auch Planungsunterlagen für eine Baubehörde oder auch für eine Baustelle. Also die virtuellen Gebäudemodelle ersetzen natürlich auf keinen Fall Statikdokumente oder Planunterlagen. Auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, wenn wir mit IFC-Modellen arbeiten, dann brauchen diese Modelle gewisse Mindestanforderungen. Im BIM-Prozess, haben wir eben noch mal kurz gehört, regelt das AIA-Dokument. Ja, und was ist heute, wenn wir heute schon mit Modellen arbeiten? Dann müssen wir natürlich gewisse Mindestanforderungen berücksichtigen. Hier noch mal der Hinweis auf die Checkliste aus der MBNews 3 2021. Wenn wir diese Dinge, die hier aufgeführt sind, beherzigen, dann haben wir schon viel erreicht und einen leichteren, besseren IFC-Austausch ermöglicht. Vielleicht nochmal ganz besonders wichtig, drei markante Punkte, die wir jetzt auch gleich im Anwendungsbeispiel erleben werden. Wir brauchen natürlich für die Tragwerksplanung ein bestimmtes IFC-Format. Das Format setzt sich hier aus der Version und der sogenannten Model View Definition zusammen. Und am besten arbeiten wir mit IFC 4 Design Transfer View oder mit IFC 2 X3 Coordination View. Wobei unsere Empfehlung immer in Richtung IFC 4 Design Transfer View ausfällt. Wir brauchen in der Regel oder wir sollten mit extrudierten Bauteilen arbeiten können und wir brauchen natürlich auch einen gewissen Umfang an nicht geometrischen Informationen. Sehen wir auch gleich nochmal, klassisches Beispiel, tragend oder nicht tragend. Ja, was sind denn die Mehrwerte, die wir erreichen wollen? Wir haben es eben im Steckbrief auch schon kurz gehabt. Das Ziel mit einem virtuellen Gebäudemodell ist natürlich, wir haben als Tragwerksplaner einen leichteren Einstieg, gerade in das neue Projekt oder ein neues Projekt. Wir können das viel besser erkennen. Dann ist natürlich interessant, aus diesem Gebäudemodell Pläne abzuleiten, wie zum Beispiel Positionspläne. Aber für die Tragwerksplanung besonders wichtig ist natürlich das Strukturmodell, was dann eben den Weg weiter in die Berechnungen in der Baustatik oder in Mikrofee, in FE-Berechnungen zum Beispiel führt. Und dann in der weiteren Leistungsphase, typischerweise Leistungsphase 5, spielt natürlich auch die Ausführungsplanung eine wichtige Rolle. Und dann können wir natürlich auch auf die Gebäudemodelle zurückgreifen. Und damit sehen wir, wenn wir diese vier Punkte jetzt bearbeiten wollen, brauchen wir natürlich ja einen gewissen Arbeitsablauf, gewisse Grundlagen. Und das gucken wir jetzt gemeinsam an. Aber ich habe immer noch eine Folie, noch geht es immer noch nicht los. Und zwar einen wichtigen Hinweis vielleicht noch vorab. Wir haben jetzt fünf Punkte in dem Anwendungsbeispiel vor uns. Und wir werden jetzt ganz bewusst starten, die ersten beiden Punkte, IFC-Import und Strukturmodell erzeugen, werden wir mit Vicado Struktur arbeiten. Das heißt, den Leistungsumfang verwenden, der jedem von Ihnen in der Worksuite kostenfrei zur Verfügung steht. Und erst dann für die Punkte 3, 4 und 5 werden wir wechseln auf den vollen Leistungsumfang von Vicado Ing, dass wir eben auch unsere Positionspläne, Bewährungspläne erstellen können, brauchen wir eben ja den vollen Leistungsumfang. Aber ganz bewusst, die ersten Schritte gehen wir mit Vicado Struktur. Und jetzt geht's los. Wir wechseln, wir schließen das PowerPoint mal. Wir wechseln hier in unseren Projektmanager. Der ist hier geöffnet, nicht auf Vollbild eingestellt. Auf dem Desktop liegen die Dateien, die wir brauchen für den Vortrag. Und wir legen uns einfach gemeinsam ein neues Projekt an. MBNA-Modelle verwenden, das kommt hier auch unter eigene Projekte. Und das bestätigen wir mit OK. Ja, hier können wir natürlich jetzt Projektinformationen eintragen unter Adressen
die projektbeteiligten Personen definieren. Ich denke, das ist klar, da müssen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Wir gehen direkt noch ein Stück weiter hier im Register Dokumente. Hier würden wir jetzt gerne alle Dokumente verwalten in dem Projekt, die wir als Grundlage brauchen. Das sehen wir hier links. Ich ziehe uns einfach mal diese IFC-Datei in das Projekt und dann gibt es hier noch eine Konfigurationsdatei für den IFC-Import. Die hole ich uns hier auch in das Projekt. Ja, und damit legen wir los. Wir starten natürlich im ersten Schritt unsere IFC-Datei. Das sollten Sie natürlich in Ihren Projekten immer ganz genauso ausführen. Wir legen nicht sofort mit dem Import los, sondern wir prüfen zuerst die IFC-Datei. Ist das das Modell, was wir erwarten, was wir brauchen? Sie sehen schon am Umfang, wir haben hier ein Teilmodell erhalten, also gut vorbereitet für unsere Aufgabe, für unsere planerische Aufgabe. Wir sehen, wenn wir das Bauteil anklicken, wie ist die Geometriebeschreibung, extrudierte Beschreibung. Auch das ist eben ein wichtiger Baustein für eine vernünftige Modellbearbeitung auf Grundlage einer IFC-Datei. Ja, und Sie sehen hier schon, ist Außenraum ja, tragendes Bauteil ja. Im Vergleich klicken wir mal nach innen. Da sehen wir jetzt eine 24er Wand. Das wäre also ist Außenraum nein, tragendes Bauteil ja. Und ich glaube, hier haben wir auch nochmal eine nicht tragende Wand. Da ist eben dann beides auf Nein. Also wichtige erste Kontrolle, dass eben das Modell auch geeignet ist für die Tragwerksplanung. Wir können das im 3D prüfen. Sie können sich natürlich auch Draufsichten oder auch Schnittsichten anlegen, wenn wir hier vielleicht mal noch eine Teilmenge rausziehen wollen, um da nochmal genauer auf ein Bauteil zum Beispiel zu blicken. Aber für unseren Fall ist das so ausreichend. Das Modell können wir schließen. Und jetzt folgt der Import. Wir gehen also weiter hier ins Register Vicado, um jetzt mit unserem IFC-Import weiterzugehen. Wir überlegen uns natürlich einen Modellnamen. Ich nenne das mal Rohbaumodell Version 1. Modellbezeichnung können wir ausfüllen. Ich lasse es jetzt mal offen. Gehen weiter mit OK. Und jetzt sehen wir schon, Vicado wird gestartet. Im Hintergrund ist die Vicado-Oberfläche bereits geöffnet. Wir sehen den Dialog für den IFC-Import. Und hier schon mal der Hinweis, Sie sehen, das Menüband ist hier stark verkürzt. Das ist eben, werden wir gleich erleben, eben dieser reduzierte, kostenfreie Umfang Vicado.struktur. Ja, wir nehmen uns die gewünschte IFC-Datei. Die liegt natürlich hier in unserem Dokumentenverzeichnis. Nehmen die Konfigurationsdatei. Ich will uns jetzt hier ein bisschen Zeit sparen. Wer sich nochmal genauer mit dieser Konfigurationsdatei auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die Aufzeichnung von dem Webinar aus der letzten Woche. Damit ist das hier schon alles ausgefüllt. Wir gehen weiter, gehen nochmal weiter. Und können jetzt den Import durchführen. Und nach dem Import schließen wir natürlich hier unsere Draufsicht. Ja, der Import ist abgeschlossen. Wir können natürlich auch hier exemplarisch auch mal ein Bauteil markieren. Da sehen wir dann im Kapitel Attribute unsere Informationen aus dem IFC-Modell. Die kommen hier natürlich auch entsprechend an. Ja, wenn wir das Modell importiert haben, dann sehen wir natürlich hier auf der rechten Seite unser Fenster Modell. Und wir sehen beispielsweise, es gibt hier eine Kategorie Wand, weil eben entsprechend alle Bauteile, die jetzt entsprechend als Wand im IFC-Format vorliegen, in Vicado so ankommen. Und wenn wir mit Vicado natürlich ein Modell aufbauen, dann differenzieren wir das zwischen Innen-, Außenwände, tragende Wände. Und das ist natürlich jetzt ein sinnvoller Schritt, dass wir nach dem Import noch eine gewisse Aufbereitung vornehmen, dass wir unsere Modelle genauer, unsere Bauteile entsprechend genauer kategorisieren. Und das wollen wir natürlich jetzt nicht von Hand jedes Bauteil einzeln hier anklicken, sondern hier gehen wir in das Register Modell und greifen auf den Regelassistent zurück. Ja, die Regeln, die haben wir ja bereits definiert.
Da will ich jetzt in dem Webinar nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen zum einen das Deckenbauteile, also ich will nicht darauf eingehen, wie wir die erzeugen. Ich erkläre nur kurz, was die Regeln machen. Die können hier Decken, Fundament, Stützenbauteile in eigene Folien gliedern. Und wir sehen noch weiter, dass eben gewisse Bauteile zu Außenwänden oder auch zu Innenwänden kategorisiert werden. Ja, und das probieren wir aus. Ich habe hier auf den Schalter Play gedrückt. Wir wollen alle Regeln anwenden, gehen also weiter auf OK. Und jetzt sehen wir, wie hier auf der rechten Seite etwas Bewegung auftaucht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Außenwände ein- und auszuschalten, tragende Innenwände ein- und auszuschalten oder auch entsprechend im Obergeschoss, da haben wir auch nicht tragende Wände. Und das werden wir später sehen, besonders dann, wenn wir Pläne gestalten wollen für ein gewisses Ziel, wie zum Beispiel als Planbestandteil für die Positionsplanung, können wir hier natürlich auf diese Kategorisierung zurückgreifen. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt diese Regeln angewendet. Der nächste Schritt wäre jetzt zum Beispiel, dass wir ein Strukturmodell daraus ableiten. Und dazu gehen wir ins Register Strukturelemente. Und hier sehen wir entsprechend, dass wir aus den Bauteilen jetzt Strukturelemente entsprechend ableiten können. Und jetzt sehen wir, 81 Strukturelemente wurden erzeugt. Wichtig ist natürlich, ich wiederhole nochmal, dass das Attribut tragend oder nicht tragend sinnvoll belegt ist. Und jetzt hätten wir daraus eben entsprechend unser Strukturmodell abgeleitet. Ja, die Strukturelemente und die Summe daraus, das Strukturmodell ist ein Systemlinienmodell. Das befindet sich jeweils im Schwerpunkt unserer Bauteile. Und natürlich immer dann, wenn wir mit verschiedenen Wandstärken zu tun haben, können hier auch geometrische Unterschiede auftauchen. Und die wollen wir natürlich jetzt noch idealisieren und das Modell noch etwas geometrisch vereinfachen. Dazu legen wir uns eine neue Sicht an und das wird eine sogenannte Berechnungssicht. Die brauchen wir dann auch im Anschluss, um das Modell freizugeben für den Struktureditor. Das nennen wir jetzt Strukturmodell und wir nehmen hier die Darstellungsvariante Positionsplan. Damit erreichen wir eben, dass auch zum Beispiel hier die Nummern, die Positions- bzw. Elementnummern mit angezeigt werden. Ja, und wir sehen schon hier zum Beispiel die Decke, die steht hier etwas über an der Ecke. Hier sehen wir einen gewissen Spalt. Das sind jetzt alles geometrische Situationen, die wollen wir etwas vereinfachen. Ich habe jetzt hier schon mal auf den Knopf gedrückt, das war eben noch 3D dargestellt. Hier oben in der Optionenleiste wähle ich 2D-Darstellung aus. Und jetzt überlegen wir uns natürlich, wie wollen wir das Ganze vereinfachen. Wir sehen hier oben, wenn ich hier meine Selektion ausführe, diese Elemente, die wollen wir alle an eine Kante ausrichten, zum Beispiel hier an die Außenkante. Hier machen wir das genauso, das sind Wände, Öffnungen und so weiter. Das will ich alles hier auf den Plattenrand entsprechend angleichen. Hier unten machen wir das ganz genauso. Dann sehen wir auch hier bei dieser Innenwandsituation gibt es ein paar Versätze durch Wanddickenänderungen. Das würde ich natürlich auch ganz gerne noch an einer Kante ausrichten, damit es hier, wie gesagt, etwas vereinfacht wird. Ja, auch hier bei dieser Situation würde ich das ganz gerne ausrichten, damit es eben, wie schon erwähnt, etwas einfacher geometrisch sich darstellt. Ja, wie sieht es jetzt hier oben aus? Unser Bereich hier, den wollen wir auch noch auf eine Flucht bringen. Das wären einmal die Wände und die Decke selbst. Die ist jetzt hier nicht mitgerutscht, diese Deckenkante. Da nehmen wir die Option Trim und passen das noch entsprechend an. Ja, diese Anpassungen, wir gehen davon aus, wir als Tragwerksplaner, Sie als Tragwerksplaner, entscheiden das natürlich am besten individuell.
Und hier ist ein Automatismus, denke ich, immer schwierig, weil es hier weniger um richtig und falsch geht, sondern für jedes Projekt muss hier natürlich eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Ja, hier haben wir auch noch einen kleinen Plattenüberstand, den schieben wir hier auch noch ein Stück zurück. Ja, und dann sieht es doch schon ganz gut aus. Hier fällt jetzt auf, wir haben hier schwebend noch Strukturelemente, wenn wir das markieren. Das wären jetzt Balkenstrukturelemente. Wo kommen die her? Gehen wir nochmal hier in das Architekturmodell zurück. Und da sehen wir eben hier unsere Brüstungswand, die im Architekturmodell auch bereits als Balken modelliert wurde. Da sehen wir, das Strukturelement schwebt jetzt hier in der Luft. Und das wollen wir ganz gerne verschieben, vertikal verschieben, auf die Ebene der Decke. Denn gemeinsam mit der Decke als Überzug wollen wir diese Bauteile berücksichtigen. Damit wir das vertikal verschieben können, legen wir uns einfach mal noch eine Schnittsicht an. Hier oben im Register Sichten erzeugen wir uns eine Schnittsicht. Und ja, jetzt habe ich durch die Vorlage nicht ausgewählt, aber das macht nichts. Gehen wir in die Sichteigenschaften hier bei den Kategorien. Wir wollen jetzt nur Strukturelemente sehen, also wählen wir doch einfach mal alles ab. Strukturelemente kommen hinzu. Und dann sehen wir hier unsere Balkenelemente, die wir die ganz normale Verschieben-Funktion nach unten verschieben. Ja, damit wir das vielleicht noch etwas besser erkennen, noch ein bisschen besser prüfen können, gucken wir uns vielleicht einzelne Geschosse an. Das wäre jetzt das Obergeschoss. Und hier ein wichtiger Hinweis, wir sehen das Obergeschoss, das besitzt hier ein Zwischengeschoss für die Brüstung. Da sehen wir also hier die Balken, die jetzt für die Brüstung entstanden sind, sind in einem eigenen Zwischengeschoss. Das sehen wir, wenn wir hier also das Auge anklicken bei dem Zwischengeschoss Brüstung, dann tauchen also nur diese Balkenelemente auf. Das sind hier 5 Stück, die also separat in einem Zwischengeschoss im Architekturmodell behandelt werden. Und da fällt mir auch noch auf, die Ecken sind hier nicht verbunden. Das heißt, wahrscheinlich waren die Balken im Architekturmodell nicht überschnitten oder nicht verschnitten. Das heißt, hier würde ich das ganz gerne auch noch auf eine Ecke verbinden. Auch den Kontakt zum Wandelement will ich hier herstellen. Und da sehen wir, das betrifft hier alle Ecken. Kleiner Tipp, wenn wir so einen Punkt jetzt anpacken, dann helfen hier natürlich die dynamischen Konstruktionslinien. Da müssen wir gar nicht lange Schnittpunkte ermitteln. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Also einfach bis zu dem Punkt und jetzt wird es automatisch gelotet und dann habe ich das hier sehr schnell angepasst. Ich glaube, hier brauchen wir das auch. Ja, und mit diesen Balken werden wir uns später auch nochmal beschäftigen. Dass die jetzt in diesem Zwischengeschoss modelliert sind, wird nachher noch eine Rolle spielen. Ja, dann gucken wir uns das Erdgeschoss noch mal etwas genauer an. Da sehen wir also unsere Deckenplatte. Wir sehen hier unsere Sohlplatte entsprechend. Und da sehen wir noch Unterzugspositionen für die Garage. Ja, und da fällt mir auch noch ein Punkt auf. Da sehen wir, das Strukturelement, das ist hier etwas länger. Das will ich hier noch etwas kürzen, dass das auch entsprechend nur bis zu diesem Lagerpunkt geführt wird. Gut, also diese kleinen Anpassungen, die nehmen wir hier vor. Das soll jetzt so auch erstmal ausreichen. Wenn wir das hier nochmal genauer betrachten, sehen wir hier eigentlich keine Lücken mehr. Hier sehen wir Stahlbetonwände wurden hier eingeplant als Lagerpunkte für die Unterzüge. Das passt soweit und alle Ecken, das sieht gut aus. Nehmen wir uns das Obergeschoss wieder mit hinzu. Wenn wir uns die Attika noch zuschalten, da merken wir, da sind keine Strukturelemente drin. Spielt keine Rolle für das Strukturmodell.
Und bevor wir das jetzt so weiterverwenden in unserem Beispiel heute, gucken wir uns vielleicht nochmal die Positionsnummern an. Und wir sehen, hier haben wir eine Wand W016 und da drüben gibt es natürlich auch noch eine Wand. Was hat die für eine Nummer? Das ist die W033. Vielleicht hätte ich hier gerne eine andere Nummerierung. Wir wollen vielleicht erkennen, wie ist die Zugehörigkeit zu einem Geschoss. Wir steuern nochmal den Umfang. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel noch mit den Wänden beschäftigen wollen, dann könnten wir hier in den Eigenschaften bei den Kategorien zum Beispiel auch überlegen, ob wir jetzt erstmal alle Strukturelemente bis auf die Strukturelemente der Wände abschalten. Nur diese eine wollen wir hier darstellen, diese Kategorie, das wären die Wände. Und wenn wir ein Strukturelement markieren, dann wird uns das Umbenennen angeboten. Und jetzt überlegen wir uns ein Schema, wie sollen diese Wände benannt werden. Fangen wir vielleicht mit einer Variable Geschoss an. Dann hätte ich da vielleicht gern noch den Buchstaben W wie Wand, separiert mit Punkten und dann eine durchlaufende Nummer. Das wäre jetzt das Benamungsschema. Die Nummern soll bei 1 starten. Wie viele Stellen soll die mindestens haben? Also würden da jetzt beim Start weg 2 führende Nullen erzeugt. Ich schreibe hier mal eine 2 rein. Und die Nummerierung soll geschossweise erfolgen. Also pro Geschoss habe ich dann eine Wand 1. Durch das Geschosskürzel wird damit natürlich trotzdem eine Eindeutigkeit sichergestellt. Ja, und dann ziehen wir hier ein Rechteck auf. Denn jedes Bauteil, jedes Element, was wir jetzt selektiert haben über die Box, über das Rechteck, bekommt jetzt diese neue Namensgebung zugewiesen. Das können wir natürlich noch für andere Strukturelementkategorien ganz ähnlich machen. Vielleicht gucken wir uns auch mal noch die Decken an. Und hier hätten wir die eine Decke, das sehen wir auch im Kapitel allgemein, D001 oder D002. Ich schreibe hier einfach mal rein, das ist die Decke OG und das unterhalb ist die Decke EG, dass wir hier mit sinnvollen Namen starten, damit es eben dann in der weiteren Bearbeitung auch für uns eindeutig ist, wo welches Bauteil zugeordnet wird. Ja, das machen wir nochmal ganz ähnlich. Vielleicht betrachten wir uns auch noch die Balken. Wir haben hier einige Balken im Projekt. Das wären hier die 3 Unterzüge im Bereich der Garage. Auch hier würde ich ganz gerne ein Namensschema vorgeben. Und zwar, das löschen wir hier mal fast weg. Ich würde es ganz gerne mit einem U wie Unterzüge nummerieren. Also UZ Punkt. Und dann holen wir uns auch wieder eine Nummer. Die weiteren Einstellungen passen, 2 Stellen geschossbezogen und wir können die Bauteile natürlich auch einzeln anklicken, damit in einer zum Beispiel von uns gewünschten Reihenfolge hier auch eine Nummerierung stattfindet. Die Balken für die Brüstung, die würde ich ganz gerne anders nummerieren, nämlich über BR, hoppla, Brüstung, genau, und das geht dann zum Beispiel hier oben los und dann gehen wir hier einmal um den Grundriss und dann hätten wir hier auch diese Namensgebung eingebracht. Gut, das soll erstmal so reichen. Wir steuern wieder, dass alle Strukturelementkategorien sichtbar sein sollen. Auch hier sehen wir vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis. Sichtbarkeit steuern wir über das Kapitel Kategorien oder über einen einfachen Klick auf das Augesymbol. Wenn wir hier über mehrere, das ganze Geschoss, verschiedene Kategorien ein- und ausschalten wollen, kann der Weg eben über das Kapitel, über das Register hier oben, über das Kapitel hier oben schneller gehen. Ja, damit sehen wir wieder unser komplettes Strukturmodell. Und ein weiterer Punkt sollten wir uns hier vielleicht mal betrachten. Wenn wir unsere Strukturmodelle anklicken, unsere Strukturelemente markieren, dann sehen wir natürlich hier Materialquerschnitt, das ist jetzt die Fundamentplatte und die Festigkeitsklasse, die wird aus dem Bauteil im Standardfall abgeleitet und beim Stahlbeton ist das häufig ein guter Vorschlag.
C2530, das können wir so stehen lassen. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel hier bei unseren Mauerwerkswänden aus? Wenn wir hier mal näher ranzoomen, dann haben wir hier nochmal unsere Außenwand, ja, mit einer Wandstärke von 42,5. Und jetzt gucken wir uns hier mal den Vorschlag an für die Festigkeitsklasse. Und da steht jetzt Kalksandstein XL. Das ist wahrscheinlich hier keine sinnvolle Zuordnung. Also Kalksandsteinwand 42,5 ist wahrscheinlich keine gute Voreinstellung. Wir werden ja hier mit einem Ziegelmauerwerk arbeiten bei dieser Wandstärke. Gut, und jetzt würden wir also überlegen, wir wollen jetzt unsere Strukturelemente alle entsprechend sinnvoll typisieren. Und auch hier suche ich natürlich als Tragwerksplaner immer den einfachsten und schnellsten Weg und will jetzt nicht jedes einzelne Bauteil anklicken und typisieren. Und was wäre jetzt der schnellste Weg? Wir nutzen hier oben die sogenannten Listensichten, Listensicht für Strukturelemente. Und mir geht es jetzt ja um die Festigkeitsklasse. Das heißt, wir nehmen hier eine Vorlage, die dieses Ziel schon mit aufgreift. Das heißt, da haben wir weniger Nacharbeit. Wir wollen natürlich alle Geschosse hier darstellen. Ja, und dann sehen wir eine lange Liste. Alle Strukturelemente tauchen hier auf mit ihrer Festigkeitsklasse, mit ihrem Querschnitt, gut geeignet, um nochmal zu prüfen, zu kontrollieren, ob das auch alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Ja, und dann sehen wir, hier taucht es natürlich auch auf, die Festigkeitsklasse bei den Wänden. Ja, unser Ziel ist es jetzt, diese Listensicht als Selektionshilfe zu nutzen, damit wir eben schnell unser Strukturmodell weiter aufbereiten können. Und dazu folgender Tipp, damit die Liste etwas kürzer wird, sollten wir natürlich die Informationen ausblenden, die wir nicht brauchen. Wir schaffen uns ein Umfeld, in dem wir gut arbeiten können. Das heißt, unsere Strukturelemente vom Typ Aussparung, die schalten wir einfach unsichtbar. Da ist jetzt hier der Klick auf das Auge der schnellste Weg. Als nächstes gucken wir uns die Eigenschaften an. Und hier sehen wir, wir können die Sortierung steuern. Und unser Ziel ist ja das Material bzw. die Festigkeit. Also sortieren wir zum Beispiel zum einen nach der Festigkeitsklasse, zum anderen nach dem Querschnitt. Denn wir werden vielleicht ein anderes Material für eine 24er Wand, das sind die Innenwände, als für die 42,5er verwenden. Und jetzt kommt noch der Haken, gleiche zusammenfassen. Ja, jetzt sehen wir, die Liste wird kürzer und jetzt können wir mit einem Klick hier auf die Zeile 39 alle Strukturelemente für die Außenwand markieren und suchen uns jetzt natürlich hier bei den Mauerwerksfestigkeiten eine sinnvolle Einstellung aus. Ich nehme jetzt einfach hier mal Poroton, suche mir hier einen Eintrag in dieser Liste aus. Festigkeitsklasse 10. Wichtig ist auch, die Rohdichte zu beachten. Gerade diesen Poroton, den verwenden wir, oder den gibt es hier nicht mit einer Rohdichteklasse von 2,0. Da trage ich zum Beispiel mal 0,65 ein. Ja, und dann drücken wir auf Übernehmen. Dann haben wir noch die Innenwände mit 24 cm Wandstärke. Auch hier will ich nochmal eine Anpassung vornehmen. Die sind auch nicht aus Kalksandstein. Wir bleiben hier dem Material, dem Ziegelmaterial quasi treu, nehmen hier auch nochmal einen anderen Hochlochplanziegel. Und da war ich ein bisschen schnell, auch hier der gleiche Hinweis. Wir brauchen natürlich eine passende Rohdichteklasse, da gehen wir hier auf 0,9. Dann gibt es noch einen Eintrag beim Mauerwerk, hier eine Stütze. Die würde ich jetzt auch gerne noch anpassen, ähnlich wie die Innenwände. Nehmen wir das gleiche Material. Den Dialog machen wir ein bisschen breiter und bleiben hier bei der Druckfestigkeitsklasse 10. Ja, wir sehen, irgendwie sieht es noch nicht ganz so aus, wie wir das eingestellt haben. Hier fehlt noch eine Aktualisierung, rechter Klick, aktualisieren. Und jetzt sehen wir, wir haben unser Strukturmodell hier passend für eine Festigkeitsklasse vorbereitet.
Ja, und damit ist unser Strukturmodell bereit. Wir können in die nächste in den nächsten Bearbeitungsschritt wechseln. Und zwar, wir wechseln entsprechend weiter zum Struktureditor. Das heißt, dieses Strukturmodell über das Kontextregister Berechnung geben wir jetzt frei für die Verwendung im Struktureditor. Ja, an der Stelle nochmal die Wiederholung. In der Vergangenheit haben wir häufig die Frage von Interessenten, von Anwendern gehört. Bisher haben wir jetzt mit Vicado Struktur gearbeitet. Abgesehen vom IFC-Import ist alles, was wir jetzt gesehen haben, eben der Umfang Vicado Struktur, der jedem von Ihnen in der Worksuite automatisch zur Verfügung steht. Ja, und damit können wir das Vicado-Modell jetzt schließen. Und gehen einen Schritt weiter zum Struktureditor. Hier wollen wir jetzt das Strukturmodell verwenden. Name, Umfang bekommen wir hier vorgeschlagen. Das passt. Wir gehen direkt weiter mit OK. Ja, da es uns heute jetzt ja um sozusagen den roten Faden in der Projektbearbeitung geht, mit unserem auf der Grundlage unseres IFC-Modells, werden wir hier jetzt relativ zügig die einzelnen Bearbeitungsschritte durchlaufen. Wir sehen jetzt im Struktureditor angekommen unser Strukturmodell. Und hier haben wir typischerweise zwei Arbeitsschritte zu Beginn, die sich anbieten. Das wäre zum einen hier im Register Strukturelemente. Wir wollen die Wände an den Öffnungen teilen. Das wären jetzt 17 Wände, sind geteilt. Und hier im Struktureditor prüfen wir natürlich oder definieren wir unsere Belastung. Und das wollen wir natürlich hier korrekt abbilden. Wir schalten uns vielleicht einfach mal die Wände unsichtbar und entscheiden uns jetzt für die Dachdecke im Kapitel Belastungen. Wir haben hier eine sonstige ständige Last und gehen wir auf 2,3. Ja, wenn Sie häufiger die Embinare verfolgen, das ist so der Standardwert, den wir hier immer beim Flachdach nutzen, für Kiesschüttung und so weiter. Ja, und dann haben wir noch die Stehbelastung, bleiben wir auch mal vereinfacht bei 1,0. Und dann haben wir die weiteren Bauteile mit Wohnraumbelastung. Da lassen wir die vorgeschlagenen Werte unverändert stehen. Ja, ich hätte natürlich, auch wenn wir uns hier jetzt nicht im Detail verlieren wollen, hätten wir natürlich trotzdem gerne einen kompletten Lastansatz. Gerade wenn wir hier von oben nochmal blicken, dieser umlaufende Balkon, so viel Zeit muss sein. Wir wollen die Last natürlich komplett modellieren, dass das Lastniveau auch passt. Also gehen wir hier noch ins Register Einwirkung. Wir wollen hier eine Flächenlast definieren als Polygon auf das Niveau der Erdgeschossdecke und bei der Lasteingabe, es geht natürlich hier um eine Nutzlast, QKN. Und wir haben ja schon gesehen, es gibt einen Lastanteil in der Decke. Das heißt, wir wählen hier den Weg der Differenzlast und wir nutzen die Zusammenstellung bzw. hier die Standardlasten. Fangen wir mal an, Balkonwert übernehmen wir uns. Dann ziehen wir die Nutzlasten für den Wohnraumbereich, die 1,5, die ziehen wir ab. Das heißt, da kommt noch ein Minus davor. Und dann haben wir noch den Trennwandzuschlag bereits berücksichtigt. Auch den negativ, den ziehen wir auch noch ab. Dann landen wir bei 1,3. Ja, und dann polygonal über ein paar Klicks modellieren wir hier entsprechend unsere Belastung. Ja, die Wände kommen wieder dazu und wir wollen jetzt nur exemplarisch uns mit ein paar Bauteilen beschäftigen. Zum einen betrachten wir uns eine Geschossdecke, die oberste Dachdecke, dann kümmern wir uns exemplarisch um eine Wand und wir werden auch uns um exemplarisch einen Unterzug kümmern. Erster Schritt, gerade wenn wir an die Wandbemessung denken, wir brauchen unser Belastungsniveau für die einzelnen Bauteile. Also erzeugen wir uns hier eine Lastverteilung, eine vertikale Lastverteilung. Ja, und jetzt sehen wir, wenn wir diese Lastverteilung erzeugen wollen, die Geschosse, die wir brauchen,
das Attika-Geschoss, das ist leer. Wir haben hier keine Strukturelemente. Aber jetzt sehen wir, hier taucht Brüstung auf. Vielleicht gucken wir uns das noch mal genauer an. Ich gehe noch mal kurz auf Abbrechen. Ja, Sie erinnern sich, im Architekturmodell hatten wir ein Zwischengeschoss für das Obergeschoss, um die Brüstung abzubilden. Das Strukturmodell hier im Struktureditor hat diese Brüstung hier auch als Geschoss. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal die Sichtbarkeit betrachten, betrachten uns nur dieses Geschoss, dann sehen wir genau diese fünf Strukturelemente vom Typ Balken sind jetzt hier enthalten. So, jetzt gehen wir wieder auf den Schalter hier oben bei der Lastverteilung, vertikale Lastverteilung. Und jawohl, Brüstung lassen wir drin. Name, das lasse ich jetzt alles mal unverändert. Und jetzt erzeugen wir hier unser Berechnungsmodell. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus, grün markiert, Berechnungsmodell zur Lastverteilung. Ja, und dann können wir uns in den Eigenschaften zum Beispiel mal das Obergeschoss betrachten. Oder wir betrachten uns das Erdgeschoss. Aber jetzt, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, unsere Balken für die Brüstung, die tauchen hier gar nicht auf. Was ist hier zu beachten? Für dieses Berechnungsmodell bekommen wir vom Struktureditor einen Vorschlag geliefert. Und der Vorschlag wird über die vorhandenen Decken pro Geschoss abgeleitet. Das heißt, in unserem Fall, wo jetzt die Brüstung in einem eigenen Geschoss modelliert war, in dem keine Decke vorhanden ist, haben wir jetzt erstmal diese Brüstungsbalken nicht berücksichtigt. Die will ich natürlich mitnehmen. Und dann gehen wir hier in das Geschoss und markieren diese fünf Balken. Die sind jetzt hier alle markiert. Sie sehen das hier auch in dieser Sicht, sind die markiert. Und über die Eigenschaften können wir auch jetzt erkennen, im Erdgeschoss ist hier die Option keine gewählt, also keine Berücksichtigung. Das können wir natürlich ändern. Die Balken, die wollen wir analytisch berücksichtigen. Klicken auf Übernehmen. Und dann tauchen diese Balken hier auf. Also bei besonderen Strukturen ist es natürlich interessant, dass wir das uns hier genauer betrachten. Und Sie sehen, wir können hier auch beliebig noch eingreifen, diesen Vorschlag verändern. Und Sie sehen eben, auch mit Zwischengeschossen ist hier kein Problem, dass wir hier weiterarbeiten können. Jetzt sind die Bauteile hier drin. Jetzt wollen wir natürlich auch eine Berechnung der Lastverteilung durchführen. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, wie verteilen die Decken unsere vertikalen Lasten auf die einzelnen Bauteile. Oh, da gibt es ein Kreuz, das gucken wir auch noch mal an. Und das war die oberste Decke. Da fehlt die Deckenstärke. Da sehen wir, der Querschnitt steht auf manuell. Den muss ich mal noch ans Geschoss anbinden. Dann haben wir hier auch wieder unsere Materialstärke. Gut, probieren wir noch mal aus. Also wenn hier mal ein X auftaucht, dann müssen wir gucken, wo liegt die Ursache. Jetzt haben wir unseren Haken, jetzt kann die Berechnung durchlaufen. Schließen mit OK. Ja, und jetzt sind die Lasten bekannt und jetzt können wir Bauteile bemessen, vorbemessen, damit wir eben jetzt zum Beispiel in der frühen Planungsphase entscheiden können, welche Materialien wollen wir hier einsetzen. Ja, und das werden wir uns jetzt betrachten. Wir werden uns, wie angekündigt, mit drei Bauteilen beschäftigen. Zum Beispiel hier diese Außenwand im Erdgeschoss, die wollen wir nachweisen. Also gehen wir im Menüband auf die Einzelbauteile. Mauerwerksbau wäre hier zum Beispiel das Modul 420.de. Das Bauteil klicken wir an, bestätigen die Auswahl mit Enter. Und dann sehen wir hier entsprechend unser Strukturelement. Und im Register Lastabtrag wählen wir natürlich noch, wo kommen die Lasten her. Das wäre hier unser V-Lastmodell. Ja, und dann sehen wir, wie viel Belastung greift hier an. Aus Eigengewicht, aus der Nutzlast, aus der Schneebeanspruchung taucht hier entsprechend alles auf. Genauso könnten wir uns natürlich noch überlegen, die drei Unterzüge, die sind hier relativ gleich aufgebaut. Wir wollen uns vielleicht mit dem Unterzug exemplarisch beschäftigen.
Also bleiben wir bei den Einzelbauteilen. Nehmen wir hier das Modul 340. Können wir anklicken, das Bauteil bestätigen mit Enter. Sehen wieder genauso den Namen, kriegen wir hier vorgeschlagen. Die Lasten für diese Vorbemessung wollen wir aus der FE-Berechnung abgreifen. Das heißt, wenn wir hier im Kapitel Lastabtrag ein Modell auswählen, dann wird entsprechend in dieser FE-Berechnung, die im Hintergrund läuft, unser Lastmodell Balken verwendet, um Belastungen zu ermitteln. Und die bekommen wir hier natürlich auch sofort angezeigt und die brauchen wir dann auch für die Bemessung. Ja, und zu guter Letzt wollen wir auch für unser Beispiel heute eine FE-Berechnung durchführen, und zwar für die oberste Decke, für die Dachdecke. Also gehen wir weg aus dem Register Einzelbauteile, gehen wir in die Teilsysteme, nehmen uns hier eine 2D-Deckenplatte, ja, und dann klicken wir das Bauteil hier an. Name lassen wir stehen, das passt soweit. Wände mit Sturz will ich nicht berücksichtigen. Und Lastabtrag brauchen wir hier keine Auswahl, das ist die oberste Decke, da gibt es nichts zu übertragen. Und dann bestätigen wir das mit OK. Vielleicht hier noch mal kurz zur Erinnerung. Eben haben wir uns um die Brüstungsbalken gekümmert. Da hatte ich kurz erwähnt, ausgehend wird ein Vorschlag von den Decken im Struktureditor ermittelt. Hier können wir das noch mal schön sehen. Wir haben diese Decke selektiert und der Struktureditor schlägt uns alle Bauteile vor, die in Kontakt stehen, unterhalb lagernd, oberhalb belastend. Und in den meisten Fällen, wie hier, ist das natürlich in der Regel ein sinnvoller Vorschlag, den wir so auch beibehalten können. Ja, das wäre jetzt für heute unser kleiner Umfang. Wir sehen das hier im Fenster Berechnungsmodelle. Wir haben für Mikrofee ein Berechnungsmodell, für die Baustatik unsere Lastverteilung. Die Berechnungsmodelle für die Bemessung, die stehen hier noch auf Rot. Das heißt, noch könnten wir die Modelle verändern. Keiner kann darauf zugreifen. Wir wollen diese Berechnungsmodelle jetzt natürlich noch wieder freigeben. Das finden wir unter Start, dass wir einfach jetzt sagen können, wir wollen alle Berechnungsmodelle in einem Rutsch freigeben. Und jetzt sehen wir hier rechts, die Ampel springt auf grün. Gut, wir sehen hier auch nochmal ein kurzer Hinweis. Eine typische Situation hier im Struktureditor. Wir haben hier unser gesamtes Strukturmodell und für die Aufgaben jetzt, für die Tragwerksplanung, haben wir uns jetzt einfach vier Teilmodelle, Teilumfänge gebildet in Form von Berechnungsmodellen für eine Deckenbemessung, für eine Balkenbemessung, für eine Lastverteilung und für eine Wandbemessung. Und das ist eben das Ziel hier im Struktureditor, dass wir uns vorbereiten können für die Bauteilbemessung und dann nehmen wir uns immer den Teilumfang, den wir brauchen. Gut, jetzt wollen wir diese Bauteile auch noch bemessen. Den Struktureditor können wir jetzt verlassen. Ja, und an der Stelle, wie angekündigt, würde ich gerne den Lizenzumfang wieder erweitern. Und zwar sehen wir ja hier Schutzdateien. Wir hatten jetzt bisher mit Vicado Struktur gearbeitet. Ich ziehe das jetzt einfach mal, die neue Schutzdatei hier auf den Projektmanager. Jawohl, ich will das durchführen. Und ab jetzt steht mir, steht uns der volle Vicado Ing Leistungsumfang zur Verfügung. Den werden wir jetzt gleich auch brauchen. Ja, wir wollen jetzt Bauteile bemessen. Den Projektmanager, den starten wir jetzt nochmal neu nach der Lizenzierung. Und wir starten vielleicht am einfachsten jetzt erstmal in Mikrofee für diese Deckenbemessung. Dann gehen wir hier also auf Verwenden. Wir bekommen hier ein Modell vorgeschlagen. Das ist ja das eine, was wir angelegt haben. Das wollen wir jetzt auch verwenden. Und dann sehen wir kommen hier in Mikrofee an. Wir sehen unser Bauteil, unsere Decke mit den Materialinformationen. Wir sehen natürlich auch die Lasten, die eingetragen sind. Wichtiger Hinweis hier direkt, wir haben hier die Nutzlast als Schneelast kategorisiert.
Da reicht uns ein Lastfeld. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Lastfelder zu erzeugen. Für Schnee müssen wir diese ungünstigste Laststellung hier nicht berücksichtigen. Ja, dann haben wir die Bewehrung. Da fällt mir jetzt auf, da steht minus 90 Grad. Das würde ich gerne drehen. Spielt natürlich keinerlei, hat keinerlei Auswirkung aufs Ergebnis vom Betrag. Aber ich würde hier gerne mit 0 arbeiten, damit wir das hier lesen können, die Beschriftung. Und bei der Vernetzung passe ich das natürlich genauso an. Ja, klicken wir uns unsere Wandbauteile an. Hier finden wir natürlich auch unsere Materialinformationen, auch die Rohdichteklasse. Das haben wir alles einmal eingetragen und das kriegen wir jetzt in alle Verwendungen weitergereicht. Ja, wie gesagt, wir wollen uns jetzt hier gar nicht mit so intensiv mit der Mikrofiberarbeitung beschäftigen. Trotzdem gehen wir das mal realistisch durch. Wir brauchen hier noch einen Detailnachweis bzw. eine weitere Information für den Verformungsnachweis. Und zwar über diese Position definieren wir die Grenzwerte für die Verformung. Das tragen wir hier natürlich ein. Und da sehen wir jetzt im Register Nachweise, wir nehmen uns eine Bezugslänge. Ich nehme einfach mal diese Strecke. Und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Verformung Zustand 2 wäre, wenn wir hier auf die Ausnutzung gehen, haben wir hier kein Problem beim Nachweis bei dem Bauteil. Das kriegen wir hier gut nachgewiesen. Wie sieht die Biegebemessung aus? Vielleicht wollen wir hier direkt noch eine Bewehrung vorgeben. Wenn wir das Bauteil markieren, dann sehen wir das entsprechend im Kapitel Bewehrung, dass wir hier eine Bewehrung manuell vorgeben. Ich wähle jetzt einfach mal oben und unten zum Beispiel hier eine Q424. Und dann betrachten wir uns die einzelnen Biegebemessungsergebnisse nochmal. Und dann sehen wir hier in Errichtung an der Oberseite, da wird hier nochmal eine Zulage für dieses Stützmoment erforderlich. Ja, viel mehr wollen wir jetzt hier in Mikrofiber gar nicht machen. Ein wichtiger Schritt, wenn wir hier mit auf Grundlage von diesem Gebäudemodell arbeiten, müssen wir natürlich beachten, hier im Register Start, dass wir bei einem Abschließen eines Bearbeitungsschrittes sagen, okay, jetzt geben wir die Ergebnisse frei, damit entsprechend auch in der Folge, das werden wir gleich auch noch exemplarisch sehen, dass wir zum Beispiel auch AS-Werte an anderer Stelle nutzen können. Ja, auch dieses Modell können wir jetzt wieder schließen. Das nächste Bauteil, was wir jetzt bearbeiten, wird die Mauerwerkswand sein, wird der Unterzug sein. Das heißt, wir gehen in das nächste Register, legen uns ein Baustatikmodell an. Statische Nachweise. Und Sie sehen jetzt gleich, das wiederholt sich vom Grundprinzip. Im Register Start gehen wir jetzt auf Verwendung. Wir wollen das vorbereitete Bauteil, vorbereitete Berechnungsmodell für diese Außenwand hier verwenden. Und jetzt überlegen wir uns, wir sehen ja das Strukturelement EGW 23.5, das haben wir hier verwendet. Und die Position, die wir jetzt anlegen, die symbolisiert natürlich, die repräsentiert nicht nur dieses eine Strukturelement, die repräsentiert natürlich alle Außenwände und deswegen will ich die jetzt mit einem anderen Namen hier einfügen, nämlich W01. Vielleicht führen wir noch weitere Wandnachweise, dann wäre das vielleicht W02, 03 und so weiter. Ja, wir sehen schon, alle Informationen, die hier grün auftauchen, kommen aus unserem Strukturmodell. Das sehen wir natürlich auch hier bei der Belastung, auch bei Materialquerschnitt. Hier finden wir auch wieder unsere einmal gewählte Festigkeitsklasse und so weiter. Das taucht hier auf. Wichtiger Hinweis auch schon mal an der Stelle, das Register Tragstruktur zeigt natürlich auch, wo kommen wir her, wo ist unser Ursprung. Wir sehen unser Strukturelement und Sie sehen sogar, das geht hier bis zum Architekturbauteil. Also die Beziehung,
mit welchem Bauteil ist jetzt diese Bemessung verknüpft? Das ist hier in unserem Projekt bekannt. Ja, jetzt sehen wir die Wand in der Kapitelsystem. Die angrenzenden Decken, die sind hier nicht grün eingefärbt. Das sollten wir hier natürlich noch eintragen. Wir müssen also jetzt wissen, wie sind denn die Decken bzw. die Spannweiten der angrenzenden Decken. Wo kriegen wir jetzt diese Information her? Dazu gehen wir jetzt über die Taskleiste in unseren Projektmanager, gehen hier ins Register Vicado und öffnen jetzt nochmal unser Architekturmodell. Denn hier können wir natürlich diese Informationen entsprechend ableiten. Wichtiger Hinweis, Sie sehen, unser Menüband hat sich jetzt hier komplett entfaltet. Wir haben den Lizenzumfang erweitert auf Vicado Inc. Und Sie sehen auch, das ist gar kein Problem, was wir bisher mit Vicado Struktur erarbeitet haben, ist jetzt einfach genauso vorhanden, können sofort auf diesem Bearbeitungsstand weiterarbeiten. Ja, und ich lege uns einfach mal eine neue Draufsicht an. Wir nehmen hier die Vorlage für den Positionsplan, Draufsicht EG. Und wir wollen hier alle Geschosse sehen. Dann gehen wir weiter auf OK. Ja, die Fundamentsituation, die interessiert mich erstmal weniger. Deswegen schalten wir einfach mal diese Geschossfolie Gründung noch unsichtbar. Und ja, unser Ziel war ja, wir wollen die Deckenspannweiten erkennen. Das Bauteil, was wir bearbeiten, das sitzt hier. Damit wir das vielleicht noch besser zuordnen können, holen wir uns einfach in die Darstellung hier über das Fenstermodell noch die Strukturelemente vom Typ Wand. Und dann sehen wir hier unsere Wand EGW23. In der Baustatik haben wir gesehen Punkt 5. Wir haben das ja geteilt, das Bauteil im Struktureditor. Aber wir sehen immer noch, hier gehört das dazu. Ja, und jetzt legen wir uns am besten noch eine weitere Sicht an, eine Schnittsicht. Ich würde ganz gerne das Bauteil, das Gebäude zum Beispiel hier schneiden. Und wir gehen, damit wir die Wand noch sehen, bis an diese Stelle, kurz vor der Innenwand mit unserer Schnitttiefe. Da nehmen wir auch die Vorlage Positionsplan. Und hier wollen wir auch alle Geschosse sehen, gehen weiter auf OK. Ja, und jetzt sehen wir hier unsere Bauteile. Auch hier könnten wir natürlich die Strukturelemente vom Typ Wand mit einblenden, dass wir hier auch wieder die Positionsnummer vom Strukturelement sehen. Und hier trage ich uns jetzt natürlich unsere Maßketten ein. Das finden wir hier oben, Registerbemaßung. Uns interessiert hier unsere Spannweitensituation. Setzen wir die Maßkette hier oben ab. Na, ich schiebe es doch noch ein Stück runter. Das ist mir etwas zu eng. Damit wir das hier auch gut lesen können. Ja, die Treppe, die stört mich hier vielleicht etwas, also können wir die natürlich auch noch unsichtbar schalten. Ja, und am schönsten wäre jetzt ja, wenn wir einfach diese ganze Zeichnung mitnehmen in die Baustatik. Und das können wir. Dazu gehen wir hier erstmal in die Ausgabenverwaltung. Da sehen wir, es gibt hier verschiedene Zusammenstellungen, die wir nutzen können. Hier sehen wir Baustatik Plan. Und wenn wir in dem Fenster sind, gehen wir in die Verwaltung und holen uns eine Skizzenzusammenstellung. Und für diese Skizzenzusammenstellung legen wir uns eine Ausgabe an. Ich nehme hier für die Skizze das Format 125 auf 100 mm. Das habe ich natürlich vorher schon mal ausprobiert. Da sehen wir, da passt diese Zeichnung komplett rein. Und dann taucht es hier in dieser Skizze auf. Ich möchte jetzt gerne Vicado geöffnet lassen, deswegen klicken wir hier oben auf Verwaltung, auf Ausgabe aktualisieren. Und jetzt gehen wir über die Taskleiste, hier unten einfach zur Baustatik zurück, gehen in die Vorbemerkung unserer Wand und dann holen wir uns einfach diese Vicado-Skizze. Das will ich vielleicht
zentriert anordnen. Ja, und dann haben wir diese Skizze einfach in unsere Statikposition übernommen, alles abgeleitet aus unserem IFC-Modell, was unsere Grundlage darstellt. Ja, und jetzt können wir das einfach abtippen. Wie gesagt, wir können es abtippen, aber wir haben natürlich auch direkt die Dokumentation, dass auch eine andere Person das nachvollziehen kann. Wir starten hier zum Beispiel links oben mit der Spannweite 2,86 Meter und die abgewandte Deckenseite ist hier auskragend. Ja, und dann haben wir rechts oben haben wir eine Spannweite von 4,64 Meter. Ich runde das hier einfach etwas auf und hier haben wir eine gelenkige Situation. Das sieht noch nicht so gut aus. Gehen wir weiter zum Materialquerschnitt. Da sehen wir schon, da fehlt eine Information bei der Decke. Und ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was haben wir für eine Deckenstärke. Eigentlich wäre das noch eine schöne Maßkette hier drin. Also einfach zurück zu Vicado. Wir erzeugen uns eine weitere Maßkette, dass wir die Deckenstärke hier eintragen können. Ja, und wie kommt die Maßkette in die Baustatik? Wir klicken einfach hier nochmal auf die Skizze, klicken auf Aktualisieren. Und in der Baustatik, wenn wir die Position neu berechnen, taucht hier automatisch die Maßkette auf. Und dann haben wir hier die 24 cm für alle angrenzenden Decken. Ja, und damit hätten wir jetzt die Position für den Mauerwerksnachweis komplett definiert. Und wenn wir das hier durchblättern, sehen wir natürlich die Lasten. Und unsere Ausnutzung, da wären wir jetzt bei 75%. Das nächste Bauteil, das fügen wir hier direkt noch ein. Wir hatten uns auch ein Berechnungsmodell für den Unterzug vorbereitet. Also gehen wir ins Register Start, gehen wieder auf das Verwenden. Jetzt holen wir uns den Unterzug. Da lösche ich jetzt vielleicht mal die Null raus, damit es optisch, den Punkt raus, damit es optisch zusammenpasst. Die Bezeichnung wäre Unterzug Garage. Vorlage lasse ich erstmal so stehen und dann gehen wir weiter auf OK. Ja, und dann kommen wir auch hier in unserer Bemessung an. Wir sehen die Feldlängen, Lagerinformationen, Lastinformationen, kommt alles aus unserem Strukturmodell. Da gibt es eine Fehlermeldung und das ist natürlich eine ganz typische Aufgabe jetzt bei der Bauteilbemessung. Ausgehend aus der gewählten Vorlage kommen wir jetzt hier vielleicht bei der Bemessung an eine Grenze. Wir sollten uns hier vielleicht mal die Bewährungswahl noch mal etwas genauer betrachten. Gehen wir mal an der Unterseite auf 4 Durchmesser 20, 7 Durchmesser 20 oder probieren wir 6 Durchmesser 25 aus. Und an der Oberseite brauchen wir natürlich auch noch Bewährung. 2 Durchmesser 20, jawohl, reicht aus. Vorbemessung unserer Unterzugsposition ist abgeschlossen. Ja, und unser Statikdokument, das wächst natürlich jetzt hier auch schon an, denn bei aller Bearbeitung mit Gebäudemodellen brauchen wir natürlich auch ein Statikdokument. Und hier fügen wir direkt noch die Deckenbemessung in das Dokument mit ein. Dann gehen wir auf das Register Start und holen uns auch noch unsere Decke. Das wäre dann die Decke 01, Decke über dem Obergeschoss. Und als Decke 01 holen wir uns unser Modell OG in unser Statikdokument. Also wir sehen die Namensgebung im Dokument für die Position. Da sind wir natürlich frei. Das können wir so gestalten, wie wir uns das für unsere Statik gerne darstellen wollen. Ja, und wenn wir gedanklich gerade beim Statikdokument sind, dann geht es hier natürlich auch weiter. Wir haben jetzt zwar eine Außenwand mit einer kleinen Skizze schon platziert, wir brauchen aber natürlich in jedem Statikdokument auch einen Positionsplan. Und da gehen wir einfach wieder über die Taskleiste in unser Vicado-Modell. Einen ersten Positionsplan-Bestandteil, den haben wir hier schon erzeugt. Das war nämlich unsere Draufsicht EG mit ja, unserem ersten Schnitt. Und diese Draufsicht, die wollen wir vielleicht noch weiter aufbereiten.
wie wir das typischerweise für einen Positionsplan kennen und brauchen. Wir sehen im Fenster Modell. Wir sehen hier auch das Obergeschoss, das schalte ich mal weg. Wie der Name schon sagt, wir wollen uns hier erstmal mit dem Erdgeschoss in dieser Draufsicht auseinandersetzen. Auch die Attika kommt hier weg und damit sehen wir also nur noch unser Erdgeschoss. Bewusst hatten wir uns hier für die Darstellung unserer Strukturelemente entschieden. Und das ist ja hier das Ziel, dass wir eben nicht nur unser Architekturmodell sehen, sondern wir wollen zusätzlich auch das Strukturmodell in dieser Plandarstellung abbilden, damit es einfach nachvollziehbar bleibt, gerade wenn wir vielleicht auch an dann Modelle, FE-Modelle beispielsweise denken. Ja, ich hätte hier ganz gerne noch ein paar Maßketten. Nehmen wir mal das Linienmaß mit Schnittlinie. Das ziehen wir hier einmal zum Beispiel horizontal an der Stelle durch. Dann interessiert mich das natürlich auch noch hier für die Wände in der Mitte. Dann hier noch eine weitere Maßkette. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und dann hätte ich hier auch noch gerne eine senkrechte Maßkette. Und hier natürlich genauso. Ja, nur zur Vollständigkeit, wenn sich jetzt jemand von Ihnen vielleicht denkt, naja, das sind aber viele Maßpunkte hier. Das kann man natürlich auch reduzieren, über modifizieren. Dann könnten wir hier auch ein paar Punkte rausnehmen, dass wir vielleicht am Schluss dann nur die Wanddicke hier eindeutig erkennen. Aber für unser Beispiel würde das so passen, dass wir jetzt eben unser Positionsplan fürs Erdgeschoss und der Positionsplan, der braucht natürlich auch Positionsnummern und wir haben jetzt exemplarisch diese Wand bemessen, also gehen wir zur Tragwerksplanung, Positionsnummer und wir wollen jetzt eine Zuordnung zur Baustatikposition erreichen, das war hier unsere Wand 01, das ist also das Bauteil entsprechend hier. Ja, ich wollte vielleicht eine andere Vorlage. Wir nehmen hier die Vorlage für den Maßstab 1 zu 100. Materialquerschnitt soll angezeigt werden für die Position W01. Ja, und das ist hier unser Bauteil. Und dann tauchen hier auch wieder unsere Materialinformationen auf, die wir ja initial im Strukturmodell definiert haben. Ja, dann haben wir hier natürlich noch den Unterzug bearbeitet. Gehen wir nochmal auf Positionsnummer eintragen. Das wäre unser Unterzug 01. Das ist das Bauteil hier. Und wenn wir jetzt das andere Unterzugsbauteil genauso ausführen wollen, können wir hier natürlich auch noch eine Bezugslinie hinzufügen. Der hier soll genauso ausgeführt werden. Und dann gestalten wir natürlich so unseren Positionsplan, wie wir das fürs Statikdokument brauchen. Als nächstes gucken wir uns noch die Eigenschaften an. Wir sehen hier die Sichtverwaltung. Alles, was wir bisher an Sichten angelegt haben, taucht hier auf. Da würde ich gerne das anders gliedern, einen Ordner anlegen für den Positionsplan. Und da kommt natürlich diese Draufsicht EG auch rein. Und die nächste Sicht, die wir anlegen, weitere Draufsicht, wäre dann Draufsicht OG. Auch hier bleiben wir bei der Vorlage für den Positionsplan. Die kommt natürlich direkt in den Ordnerpositionsplan. Und welche Geschosse wollen wir darstellen? Wir wollen natürlich jetzt nur das Obergeschoss in dieser Draufsicht erkennen. Ich denke, die Brüstung, die lassen wir mit drin. Und auch hier brauchen wir natürlich noch unsere Strukturelemente, die würde ich gerne erkennen. Also Fenstermodell. Bei SE Wand klicken wir auf das Augesymbol, dann tauchen die Strukturelemente hier entsprechend noch mit auf. Ja, wenn wir hier die Positionsnummer sehen, die hat hier so einen kleinen Hook. Ich kann die natürlich auch verschieben, wenn die irgendwo mal im Weg ist. Es kann ja auch mal eng werden an einer gewissen Stelle. Dann vielleicht hier zum Beispiel auf der Stütze, gefällt mir das nicht, schieben wir das einfach ein Stück hoch.
Gut, auch hier einfach exemplarisch ein paar Maßketten, damit es etwas realistischer aussieht. Wir bleiben einfach mal bei der Schnittlinie. Ich würde gerne hier meine Fensteröffnungen erkennen. Dann vielleicht nochmal einen Schnitt durch die Wandsituation, einen Schnitt senkrecht, packen wir hier auf die linke Seite. Ja, vielleicht dann noch für die Attika-Brüstung auch noch eine Maßkette. Aber das, denke ich, ist Ihnen klar, das erzeugen wir entsprechend, wie wir es brauchen. Dann will ich natürlich hier wieder eine Positionsnummer eintragen. Wir wechseln jetzt die Darstellung auf diagonal und wollen jetzt natürlich unsere Decke, die D01, hier eintragen. Und da gehen wir also diagonal über das Bauteil, sehen hier auch wieder unsere Ergebnisse dargestellt. Und das Ganze ist ja ein zweiachsiger Lastabtrag. Also nehmen wir hier die Symbolik für vierseitig gelagert. Das tragen wir hier noch entsprechend. Ups. Nochmal auf Anfang, da habe ich nicht sauber geklickt. Ursprung setzen wir uns hier in die Mitte. Unser Tragrichtungssymbol. Und damit wir die Texte lesen können, kommt die natürlich über das Kontextregister bearbeiten in den Vordergrund. Ja, und so entstehen unsere Planteile. Die packen wir jetzt noch gemeinsam zusammen auf einen Positionsplan. Also Register sichten. Hier finden wir noch die Plansicht. Nehmen wir uns die Vorlage Positionsplan. Das kommt natürlich auch in den Ordner Positionsplan hinzu. Das Blattformat, das sehen wir gleich, wenn wir mal die erste Sicht platzieren. Kontextregister Plansicht. Hier können wir auf unsere Planteile zugreifen. Ja, und das wäre dann einmal das Erdgeschoss. Ja, und da sehen wir schon, der Platz wird eng. Nehmen wir einfach die Eigenschaften nochmal uns vor. Blattformat und gehe ich mal auf A2 quer. Die nächste Sicht wird platziert für das Obergeschoss. Und ja, wir sehen schon, hier fehlt mir eine Überschrift. Und das haken wir hier gleich noch mit an. Planteil beschriften. Die blaue Linie, die hilft mir beim Ausrichten. Und die Beschriftung nehmen wir nicht die Bezeichnung, sondern den Sichtnamen. Dann setzen wir das hier ab. Für die untere Sicht, ja, da ist ein bisschen eng, die schieben wir hier noch ein Stück nach unten. Und dann machen wir das nachträglich, Planteil, Beschriftung, platzieren. Ja, packen wir das hier noch dazwischen. Ja, für jeden Positionsplan brauchen wir natürlich noch eine kleine Positionsliste. Und wir haben hier auch noch unseren Schnitt 2. Legen wir uns mal erst noch eine Positionsliste an. Das finden wir hier unter Tragwerksplanung. Unter Sichten, in der Gruppe Tragwerksplanung. Hier haben wir die Positionsliste. Da sehen wir unsere exemplarischen 3 Positionen. Diese Liste, die holen wir uns natürlich auch noch auf unseren Plan. Auch die Schnittsicht, ja, die können wir vielleicht hier oben, suchen wir uns eine schöne Ecke raus, platzieren. Und die Überschrift, die holen wir nachträglich noch, das ist hier unser Schnitt 2. Ja, was machen wir jetzt mit der Lücke hier? Vielleicht auch hier nochmal ein Hinweis, wir haben uns jetzt ja für die Darstellung der Strukturelemente entschieden. Und hier oben ist es eindeutig erkennbar. Wir haben das Strukturelement hier und die Wand haben wir bemessen. Da ist das Strukturelement zugeordnet. Aber vielleicht wäre es uns jetzt auch wichtig zu dokumentieren, was haben wir denn hier für eine Information bei der EGW 8 verwendet. Ja, und jetzt können wir natürlich überlegen. Wir sehen ja hier unsere Kontrollliste. Die haben wir ja bereits vorbereitet. Und die würde ich vielleicht ganz gerne noch etwas weiter bearbeiten, mit dem Ziel, dass wir die auch auf unserem Positionsplan mit absetzen.
Und da würde ich vorschlagen, folgende Änderungen vorzunehmen. Zum einen die Gliederung in Bauteile brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr. Wir haben ja hier den Typ drin. Und wir sehen zwar, dass hier 10 Balkenelemente vorhanden sind mit der Festigkeit, aber ich weiß jetzt hier in der Liste noch nicht den Namen. Das sind die beiden Punkte, in denen wir die Liste jetzt anpassen wollen. Also gehen wir hier nochmal auf Listeneditor öffnen und einmal die Überschrift, Rechtsklick, Block löschen. Damit wäre schon mal diese Gliederung weg. Und die Spalte C, hier will ich eine neue Spalte einfügen, Rechtsklick, Spalte einfügen, links. Jetzt taucht es hier zweimal auf, aber das eine Mal Material nennen wir um zu Name. Und jetzt sieht die Tabelle noch etwas leer aus. Hier oben können wir sagen, Variablen anzeigen. Da sehen wir nämlich, dass hier die Variable Material verwendet wird. Und wenn wir die Zelle anklicken, können wir eine neue Variable zuweisen. Mich interessiert nämlich der der Name, Strukturelement, Positionsname. Hier nehmen wir Werte zusammenfassen. Bei solchen textlichen Informationen sehen wir gleich, was das bedeutet. Nur gleiche anzeigen wird langweilig, weil die Namen sind ja alle eindeutig. Das heißt, dann würde er nichts anzeigen, weil ja jedes dieser 10 Elemente einen anderen Namen besitzt. Wir gehen also auf Zusammenfassen. Ja, und das war's schon. Wir gehen zurück, klicken auf Übernehmen. Und jetzt könnten wir hier vielleicht die Spaltenbreiten noch steuern. Und jetzt sehen wir also, hier gibt es 10 Balken, die sind hier alle aufgeführt. Wir haben hier unsere Wände und haben natürlich auch noch das Material. Und wir gehen zurück zu unserem Positionsplan und auch diese Liste, die packen wir uns natürlich auf unseren Plan hier mit drauf. Und damit sehen wir eben jetzt nicht nur unsere klassische Positionsliste mit den Statikpositionen, sondern wir sehen auch noch unser Strukturelement. Unser Strukturmodell ist hier eindeutig dokumentiert, damit wir das Ganze hier natürlich auch eindeutig auf dem Plan erkennen. Und damit jetzt dieser Plan wiederum den Weg in die Statik findet, nutzen wir die Ausgabenverwaltung und zwar aus den Sichten. Schieben wir jetzt den Positionsplan in die Ausgabenverwaltung für den Baustatikplan. Auch hier, ich will Vicado immer noch geöffnet lassen, deswegen klicken wir oben auf Aktualisieren. Ja, der Hinweis geöffnet lassen, wenn ich jetzt Vicado schließe, wird es automatisch aktualisiert. Wenn es offen bleibt, drücken wir auf den Knopf, gehen zur Baustatik zurück und dann holen wir uns natürlich hier über das Register Start noch unseren Positionsplan in unser Statikdokument. Ja, und damit es noch kompletter wird, Inhaltsverzeichnis, wir fügen hier noch einen Standardtext ein. Für die allgemeine Vorbemerkung gehört auch zu jedem Statikdokument. Und dann haben wir hier unser Statikdokument erzeugt mit Inhaltsverzeichnis und da taucht natürlich auch unser Positionsplan auf. Gut, wir sehen, wir haben schon viel erreicht mit unserer Grundlage, mit unserem IFC-Modell, was wir importiert haben. Ein Punkt fehlt mir jetzt noch und zwar gehen wir wieder in das Register Vicado zurück. Wir haben ja unsere Decke bemessen und auch die möchten wir jetzt noch nutzen, um einen kleinen exemplarischen Bewährungsplan aus unserem Modell abzuleiten. Die Sichten hier brauchen wir jetzt erst nicht mehr weiter. Ich lege uns einfach mal noch eine neue Sicht an. Wir starten mit der Vorlage für einen Bewährungsplan untere Bewährungslage. Decke EG untere Bewährung. Das kopiere ich mir mal. Und jetzt beim Ordner überlegen wir uns, naja, das soll auch einen eigenen Ordner geben für die Ausführungsplanung, für die Bewährungsplanung.
Aber hier will ich noch einen weiteren Ordner anlegen, denn hier geht es um die Decke OG, damit es alles sauber gegliedert wird. Ja, wir wollen jetzt welches Geschoss darstellen. Es geht uns nur um das Obergeschoss. Die Brüstung lasse ich jetzt hier weg. Maßstab kommt aus der Vorlage, bestätigen wir mit OK. Und dann legen wir uns direkt noch eine zweite Sicht an. Jetzt mit der Vorlage untere Bewehrung, mit der Vorlage obere Bewehrung. Untere hatte ich ja schon. Und das kommt natürlich jetzt auch wieder in den Ordner Decke OG. Ja, Registeransicht. Hier können wir die Anordnung der Sichten verändern. Mich interessieren jetzt erstmal nur die zwei Sichten. Alles andere klicken wir uns hier einfach mal weg. Ja, und gucken wir uns die Platte an. Um die geht es jetzt. Wir sehen unsere Eigenschaften hier rechts. Und wir sehen auch hier das Kapitel Tragstruktur. Wir sind hier bei unserem Architekturbauteil und für dieses Architekturbauteil gibt es ein Strukturelement. Und es gibt natürlich auch Bemessungsmodelle und wir haben hier ein Ergebnis, nämlich aus unserer Bemessung, aus dem Modell OG. Das wollen wir jetzt verwenden. Und jetzt können wir einfach beim Kapitel Bewährung hier auf Laden klicken und dann sehen wir hier unsere AS-Werte eingeblendet. Einmal für die untere Bewährung, einmal für die obere Bewährung. Und wir müssen jetzt gar nicht lange überlegen, wo welche Information angezeigt werden muss. Genau dafür sehen wir eben hier unser Register und unser Kapitel Tragstruktur, wo eben entsprechend alle Beziehungen hier auftauchen. Bis vom Architekturbauteil über das Strukturelement bis zu unserer Bemessung. Da sehen wir die Bemessung, ja, die ist durchgeführt und wir sehen natürlich auch die Ergebnisse hier angezeigt. Ja, und da es uns, wie gesagt, jetzt nicht um Bewährungsplanung im Detail geht, nehme ich jetzt einfach mal einen schnellen Weg. Wir klicken das Bauteil an, Rechtsklick und ich wähle hier mal eine automatische Bewährung für die Decke. Nehmen wir hier entsprechend uns eine Matte für die untere Bewährung, eine Matte entsprechend für die obere Bewährung. Ja, und die Randstecker, die passen auch soweit. Und dann hätten wir hier eine Bewährung entsprechend modelliert. Und können uns jetzt damit entsprechend auch für einen kleinen Bewährungsplan zusammenstellen. Ich glaube, da habe ich was falsch gemacht. Das muss ich gerade noch mal kurz prüfen. Bei den Kategorien, bei der Bewährung. Obere Bewährung. Genau, ich habe einmal die falsche Bewährung ausgewählt, sehe ich gerade. Hier bei der Sicht, die habe ich untere Bewährung genannt, hatte aber die Vorlage für oben. Das heißt, das wechsle ich jetzt hier einfach mal. Das nehmen wir auch noch beim Stabstahl. Da haben wir oben. Stabstahl 1 brauchen wir hier. Damit man natürlich auch unsere Randstecker erkennen. Da war mir das jetzt eben aufgefallen. Ja, und auch hier aus unseren beiden Sichten können wir jetzt auch wieder unsere Planteile zusammenstellen. Da brauchen wir natürlich noch eine kleine Markierung. Hier machen wir das mal exemplarisch für die Randstecker. Das wäre also hier die Position 4, diese Randstecker. Die tauchen hier entsprechend auf den Seiten auf. Die Matten, die Bewährung ist ja bereits dargestellt. Dann haben wir hier noch die Längseisen. Die wollen wir hier natürlich auch darstellen. Das ist hier gestaffelt. An der Unterseite genauso. Und hier am Rand auch. Da gehen wir mal auf 90 Grad.
Ja, die Informationen packen wir jetzt auch wieder zusammen zu einem Plan. Legen wir uns wieder eine Plansicht an. Jetzt natürlich mit der Vorlage Bewährungsplan. Bewährungsplan Decke OG. Und hier natürlich unsere beiden Sichten. Die werden hier platziert. Einmal die untere Bewährung, die kommt zum Beispiel hier auf unseren Plan. Jetzt setze ich natürlich direkt den Haken für die Beschriftung. Und die obere Bewährung ganz genauso. Ja, wir brauchen natürlich noch ein paar Tabellen typischerweise. Da gucken wir noch im Register Sichten. Wir legen uns direkt mehrere Listen an. Wir nehmen zum Beispiel hier die Stabstahlbiegeliste und die Mattenschneideskizze. Die beiden Skizzen, die wollen wir uns anlegen in einem Zug. Da haben wir die beiden Listen, die kommen natürlich auch noch auf unseren Plan mit drauf. Einmal die Mattenschneideskizze und dann noch die Stabstahlbiegeliste. Ja, damit es schön zu unserem Planstempel passt, tragen wir hier die gleiche Breite ein und dann können wir das Ganze hier noch nach rechts verschieben. Ja, und damit hätten wir auch einen Ausführungsplan aus unserem Modell abgeleitet. Alles basiert auf unserem IFC-Import. Ja, zum Abschluss jetzt ein Punkt, den kennen Sie alle aus Ihrer Praxis. Jetzt kriegen wir mitgeteilt, dass sich das Architekturmodell nochmal ändert. Und jetzt müssen wir natürlich von vorne anfangen oder wie können wir mit der Situation umgehen, wenn wir jetzt also einen neuen Architekturstand erhalten und mit diesem Stand oder auf diesen Stand wollen wir unser Modell abgleichen. Der Ausgangspunkt ist ja genau hier unser Vicado-Modell. Das war ursprünglich diese Draufsicht, IFC, die haben wir hier entsprechend erzeugt. Und ich lege uns einfach nochmal eine neue Sicht an, damit wir das hier nochmal ungestört sehen. Wir wollen hier keine Bewährung, keine Strukturelemente erstmal sehen. Das ist hier unsere Draufsicht. Ja, wie kommen wir jetzt, wie gehen wir vor? Wir sehen, wenn wir den Projektmanager hier betrachten, der ist hier minimiert. Hier auf dem Desktop liegt eine zweite IFC-Datei, Version 2. Die hole ich uns jetzt hier in unser Modell rein. Das ist also der neue Stand, den der Architekt erarbeitet hat. Wir gehen folgendermaßen vor. Wir gehen zuerst ins Register Vicado und legen uns ein neues Vicado-Modell an, beziehungsweise ein neues Vicado-Modell auf Grundlage dieser geänderten IFC-Datei. Rohbaumodell Version 2. Nehmen uns diese neue Version 2 Datei, nehmen natürlich auch wieder die Konfigurationsdatei und sehen natürlich unser Modell. Auf den ersten Blick können wir vielleicht jetzt gar nicht erkennen, wo jetzt hier genau die Unterschiede liegen. Wir können hier natürlich direkt noch unseren Regelassistent anwenden, dass wir einfach alle Regeln zur Modellstrukturierung, zur Bauteilkategorisierung anwenden. Aber mehr müssen wir jetzt hier gar nicht machen. Das Modell wird einfach wieder geschlossen. Unser ursprüngliches Vicado-Modell, das war hier immer noch geöffnet. Und jetzt ist natürlich spannend, wir wollen eben unseren Bearbeitungsstand erhalten. Wir wollen nur die Änderung übernehmen. Also nutzen wir im Register Modell den sogenannten Modellvergleich. Und hier können wir jetzt zu unserem aktiven Modell zusätzlich noch ein Vergleichsmodell auswählen. Das wird hier unser Modell V2. Es gibt hier verschiedene Arten für die gefundenen Unterschiede. Und zum Beispiel hier Objekt im aktiven Modell hat einen Unterschied. Das interessiert mich jetzt besonders. Dann nehme ich jetzt hier vielleicht mal die rote Farbe. Und jetzt sehen wir schon dieses Protokoll. Es gibt also drei Objekte mit Unterschieden.
Ja, und wir sehen zum nächsten im Fenster Modell taucht hier, ich klappe das einfach mal zusammen, dann sieht man das besser, taucht hier noch dieses Vergleichsmodell auf. Das können wir mit sichtbar schalten. Ja, Sie sehen jetzt sogar schon hier wahrscheinlich, wo der Unterschied liegt. Aber spannender ist natürlich, dass wir jetzt, wo der Modellvergleich aktiviert ist, in jeder Sicht Unterschiede darstellen, auswählen können. Und jetzt wird natürlich entsprechend unserer gewählten Farbe kenntlich, wo jetzt hier der Unterschied liegt. Diese Unterschiede tauchen auch in der Liste hier in den sogenannten Modellhinweisen auf. Und da sehen wir jetzt also, wir haben hier geänderte Geometrie. Wir haben diese Wand geändert, da sehen wir, die sind beide aktiv. Diese Wand wurde geändert und diese Wand. Wir sehen also, diese Innenwände wurden jetzt einfach nach rechts verschoben. Vielleicht, dass die Küche größer wird, könnte sein. Und diese Änderung, die können wir hier anklicken und können jetzt hier oben entscheiden, den Unterschied wollen wir übernehmen. Und dann rutscht unsere Wand an die neue Stelle. Bei der nächsten Wand machen wir das genauso. Unterschied übernehmen und bei der dritten Wand auch Unterschied übernehmen. Ja, und damit sind diese Einfärbungen weg. Wir haben diese Unterschiede übernommen. Wir können den Modellvergleich wieder beenden. Und jetzt ist natürlich spannend, was ist jetzt mit unserem Strukturmodell passiert? Wir können die Strukturelemente wieder sichtbar schalten. Ich nehme hier die Darstellung Positionsplan. Dann sehen wir wieder unsere Positionsnummern. Ja, und da sehen wir jetzt, die beiden Wände haben wir verschoben. Bei der linken Wand sitzt das Strukturelement, ja, richtig, immer noch in der Wandachse. Bei der rechten Wand sitzt es außerhalb der Wand. Hintergrund, wenn Sie sich erinnern, wir hatten hier ausgerichtet. Und durch das Ausrichten hat sich dieses Strukturelement vom Architekturbauteil gelöst. Das sehen wir in den Eigenschaften. Hier steht bei Lage im Modell manuell. Bei der linken Wand hatten wir keine Ausrichtung gewählt. Hier finden wir bei Lage im Modell aus Architekturbauteil übernehmen. Ja, wenn wir jetzt dieses Strukturelement anklicken und jetzt sagen, okay, Lage im Bauteil aus Architekturbauteil übernehmen, dann rutscht es entsprechend an die richtige Stelle. Ja, gehen wir nochmal in unsere Berechnungssicht, Strukturmodell. Dieses Berechnungsmodell, das geben wir jetzt über das Kontextregister erneut frei. Und damit können wir diese Änderung jetzt auch auf unser Strukturmodell im Struktureditor übernehmen. Das ist jetzt der letzte Schritt. Dann entlasse ich Sie auch in Ihre Mittagspause. Also wenn wir hier das Strukturmodell nochmal öffnen. Es geht ums Erdgeschoss, deswegen blenden wir den Rest hier einfach mal aus. Und hier finden wir auch das Fenstermodellhinweise. Hier können wir uns jetzt auch Unterschiede ermitteln. Und dann sehen wir natürlich hier bei der Lage tauchen hier unsere Wandelemente auf. Und dann könnten wir die natürlich auch markieren und können die neue Lage aus unserem Vicado-Modell, die können wir entsprechend übernehmen. Achtung, jetzt achten wir mal auf die Wand. Ja, und dann rutscht die an die neue Stelle. Und damit sind wir wieder auf dem aktuellen Stand, haben also den neuen Planungsstand aus dem Architekturmodell übernommen in unsere Planung, in unsere Bemessung, ohne dass wir jetzt die Bewährungsplanung oder irgendwelche Planunterlagen verlieren, nochmal wiederholt bearbeiten müssen. Also ein ganz, ganz wichtiger Arbeitsschritt.